Mann, spiel doch mal sauber. Ja, wer hat das nicht von euch schon ganz oft gehört von geleitgeprüften Zuhörern? Und das ist nur wirklich ein Thema, was sehr, sehr gitarrenspezifisch ist, wie ich finde. Weil es gibt so viel, was man auf der E-Gitarre verkacken kann. Man muss es einfach so sagen. Ich finde, mehr als bei vielen anderen Instrumenten, weil man einfach so schön daneben hauen kann, ja, oder weil man einfach die Saiten nicht ordentlich abdämpft und so weiter, ja. Und das geht natürlich alles einher mit meinem allergrößten Thema Timing, ja. Deswegen gab es jetzt heute auch nochmal denselben Drumtrack wie bei der ersten Timing-Folge. Und für mich ist und bleibt das Timing das alles Entscheidende, ja. Und der Fluch, ja, liegt im Grunde darin, dass jeder Spieler einfach eine unterschiedlich stabile Uhr in sich trägt. Ja? Manche sind da super gut drin und können alles, was sie irgendwie spielen wollen, nach dem inneren Puls ausrichten. Ich versuche das ja auch immer. Manchmal scheitere ich, manchmal klappt es. Ist irgendwie 50-50. Und es gibt manche Leute, denen das wirklich schwerer fällt. Ja, ich werde nie vergessen, ist schon ewig her, ja, ich weiß gar nicht, ob der Mann noch Gitarre spielt, es ging einfach um das Riff Highway to Hell. Ja, und das Witzige ist, von der reinen Motorik oder von der reinen Griffleistung her ist es ja nur... Ja, ja. Ja, und ich habe jetzt mal mit Absicht die Pause sehr lang gelassen, ja, um das Ganze zu enttimingen, ja, und einfach mal zu zeigen, was eigentlich die Leistung ist, das zu greifen. Ja. Aber viel schwerer scheint es zu sein, oder schien es zu sein in diesem Zusammenhang, diesem armen Schüler vor mir gefallen zu sein, dieses Riff zu spielen. Und für mich war es sowas von klar, ich bin ausgerastet, ja, weil letzten Endes, so, ja, tja, ja. Es ist so simpel und so billig und so trivial und es bringt manche Leute einfach an den Rand des Wahnsinns, weil sie es nicht hinkriegen, ja, weil die Schläge irgendwie an eine Stelle kommen, die sie nicht fühlen, ja, oder, man sagt immer, du musst es fühlen, ja, was steckt dahinter, du musst es tanzen, du musst es singen, das sind immer so die Tipps, die kommen, ja, und dann hilft es aber demjenigen, der es nicht fühlt und nicht tanzen kann und nicht singen kann, überhaupt nicht weiter, weil er gar nicht weiß, was das soll, ja, und gerade AC/DC ist natürlich eine Band, die extrem auf diese vier Uns, ja, ba, 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 na, dieses Tanzen. Ja, die kommen ja, ich meine, ihr seht es ja am Kopf, ne? Nach unten sind die Downbeats, nach oben sind die Offbeats. Und je einfacher das einem fällt, ja, desto schöner ist es natürlich und desto einfacher spielt sich sowas auch. Oder gerade sowas wie TNT, ne? Es gab mal eine ganz witzige Workshop-Folge von Paul Gilbert. Da hat er dieses Oi, was immer der Angus macht, ne? Dieses Oi, Oi auf die zwei, ja, zusammen gesungen mit diesem Riff. Ich kann's nicht, ja, also Oi, ja. Ja, es geht nicht, ja, müsst ihr mal probieren. Es ist wirklich eine Glanzleistung. Er hat's natürlich gekonnt, wahrscheinlich hat er es geübt, ja. Aber das ist echt krass, ist ein super, super Beispiel, wo man merkt, aha, die Motorik der Hände erfordert was anderes als das, was der Mund in dem Moment machen kann. Ne? Also irgendwie sind da die beiden Hirnhälften zu stark verbunden oft, ja, wie auch immer das ist. Aber das Einzige, was ich da als Ratschlag geben kann, ist, ihr müsst eure eigenen Ohrwürmer bauen. Ja? Ihr müsst das vor eurem geistigen Auge spielen, was ihr spielen wollt, und zwar immer mit dem entsprechenden Timing, ja, und es sind immer wieder diese vier Uns, die einen rausbringen, ja, also, ja. Ja,
die Strophe von Rock You Like a Hurricane, ja, genau so ein Ding, ja. Ja. Und natürlich kommt es immer darauf an, dass ich jetzt dieses Riff auch in meinem Kopf selber mir vorsummen könnte. Ja, ja. Und dabei seht ihr schon, ohne dass ich mich irgendwie dazu bewege oder ohne dass irgendwie so eine Art Puls fühlbar ist oder sichtbar ist, auch für den Zuschauer oder für euch, die sich jetzt vielleicht gerade beömmeln, ja, geht's gar nicht. Ja. Und ich sehe immer wieder Leute spielen ohne dieses Bouncen, dieses Mitmachen und so weiter. Und ich sage euch was, je mehr ihr das hinkriegt und je mehr ihr diesen Puls in euch tragt und auch nach außen tragt, ja, je besser ist es für euch, ja. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an meiner ACDC-Vergangenheit und Angus macht es uns ja vor. Der wackelt die ganze Zeit mit dem Kopf, ja. Die ganze Zeit wackelt der mit dem Kopf, ja. Die ganze Zeit wird der Kopf geschüttelt und nicht in irgendeiner Geschwindigkeit, sondern in der Geschwindigkeit, in der der Song läuft, ja. Und dann ist es natürlich, dann hat man sein eigenes Ding, sein eigenes Timing und sein eigenes Metronom und manchmal ist da linker Fuß, rechter Fuß und so weiter. Ne? Und gerade solche Rockriffs, die natürlich auf der 4 und auf der und so weiter laufen, sind natürlich prädestiniert, um dieses Timing zu üben, ja? und auch zu fühlen. Und ihr müsst euch dann an solche Dinge oder an solche, wenn es jetzt nicht unbedingt auch ein Riff ist, kann auch irgendein Lick sein, was euch gefällt, ja. Einfach daran erinnern, ja. Ganz blödes Beispiel, der erste Takt von Hey Joe, ja, also ja, so, das ist erstmal rein vom Mechanischen her nicht besonders schwer. Ja, ihr spielt einfach. Ja, aber da, wo die Party beginnt, ist wirklich zu fühlen. Ja. Was war da jetzt? Wie war das gemeint? Ja. 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 Die Leute, die Spieler unter euch, die das Solo kennen, die fühlen es jetzt auch richtig. Und das Verrückte ist, wenn es jemand nicht kann oder jemand diesen Puls nicht hat, dann hört er das Solo auch, dann hört er dieses Solo auch falsch. Ja? Und ich habe schon erlebt, dass dann versucht wird, sich so ein eigenes, so ein Hilfspuls zurechtzulegen, der sich oft nach den Betonungen des Riffs oder auch des Licks irgendwie richtet. Und dann sieht man das dann, dass dann die Bewegungen der Füße oder auch des Kopfs überhaupt nicht das sind, was der Song eigentlich erfordert. Ja? Und das, was ihr wirklich üben könnt oder was ihr im Auge behalten müsst, ist, wenn was nicht funktioniert, ja? Gerade wenn man in so einem Flow ist, ja, dieses, ja? Dass man dann einfach in ein ganz langsames Timing herunterschaltet und wirklich analysiert, welche Töne sind denn jetzt 1, 2, 3, 4. Ah, da haben wir doch schon einen, ja? Okay, der ist auf dem Fuß, ja? Ja. Und das ist besonders fies, weil die sind beide auf der Und, ja? Also. Ja, ganz, 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 ganz fiese Übung, ja? Und das sind natürlich so Geschichten, die ihr auch dann auch mit einem Jamtrack üben könnt, ja? Ihr könnt zum Beispiel mein Riff, was ich hier. Ja, das hat natürlich eine Betonung auf dem Fuß und eine Betonung weg vom Fuß. Ne? Also ich nenne es immer Nacken oder Fuß. Ne? Das sind so Hilfsmittel, um das irgendwie zu erklären. Und man kann dann natürlich auch innerhalb des Jamtracks dieses Timing einfach versuchen zu suchen und zu finden. So einfach ist es. Ne? Hier ist es. Thank you.
absolut alles, 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 was ich hier versuche, ja, versuche ich im Timing zu spielen, ja. Auch wenn es dann misslingt, aber dann muss man es eben zumindest hören und dann muss wirklich die innere Instanz sagen, ja, spiel richtig, ja, spiel richtig. Und das ist ganz, 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 ganz wichtig, ja, dass man einfach versucht, sich, auch wenn man scheitert, ja, wenn man verhaut oder wenn man einfach den Puls verliert, ja, ihr müsst wirklich abgrooven, ja, dieser innere Puls ist wirklich alles, alles, alles entscheidend. Und ihr müsst alles daran setzen, ja, das auch wirklich zu erfüllen. Am besten auch, wenn man eben nicht Gitarre spielt. Ne? Im Grunde, mir geht es so, man spielt eigentlich wie auf dem Schlagzeug oder wie ich mir vorstelle, ich kann kein Schlagzeug spielen, wie ich mir vorstelle, dass manche Betonungen auf dem Schlagzeug laufen. Ne? Du, da 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 ja da 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 da. Im Grunde folgt ja auch ein Schlagzeug Break diesen Rhythmusregeln genau wie die Gitarre. Und das Fiese an der Gitarre ist natürlich, dass man andauernd daneben hauen kann, dass man diese Seitenwechsel hat und dass man erstmal gucken muss, welche Töne spiele ich überhaupt über welchen Akkord. Ich meine, ich habe da so ein paar Videos schon gemacht, wo es eben genau um diese Frage geht, Navigation auf dem Griffbrett. Ohne diese Navigation geht es natürlich irgendwie gar nicht. Und ich merke halt oft, dass so ein übliches Unterrichtsmaterial auch sehr, sehr oft sich an so Leitern abarbeitet und auch das Üben von Leitern irgendwie beinhaltet. Aber ganz, ganz oft dieses geschmacksvolle Spielen dieser Leitern in Form von hier, achte mal auf Melodien, die du durch eine Rhythmik auch einfach erfinden kannst, dass es sehr, 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 sehr zu kurz kommt. Ja? Ich glaube, weil einfach viele Gitarrenlehrer oder auch viele Leute, die gut spielen, dieses Intuitive ganz schlecht erklären können. Ja? Und dieses Intuitive, ja, ist doch logisch, ja, was machst du eben? Ja, erklär das mal einem, der keine Übung hat, diese vier und zu spielen. Ja, also weil im Grunde, ja, ich habe ja bei der ersten Folge, die ich gemacht habe über unser Timing mit dem Anschlag erklärt, ne, nach dem Motto 1 und 2 und 3. Das sind diese Hilfsmittel, die ihr braucht, um diese Rhythmus-Pyramide irgendwie zu verstehen und dann auch die Fähigkeit runter zu dimmen und in diesem Timing das einfach zu fühlen. Ja, ich werde noch einige Folgen machen. Ich denke mal, ihr könnt mich ja ein bisschen, oder helft mir doch einfach, schreibt doch unter das Video, was euch noch interessiert oder was euch auch an dieser Folge wieder besonders begeistert hat, weil das lese ich mir natürlich ganz besonders gern durch und ja, dann mache ich auch weiter, ne? Immer schön spielen.